Moin Moin Leute, heute fangen wir mit den Basics an zum Thema Erste Hilfe für den Hund. Also bleibt dran! Heute zeigen wir euch vier Grundlagen, wie ihr den Gesundheitszustand eures Hundes besser einschätzen könnt. Ihr solltet euren Hund immer aufmerksam beobachten, denn so könnt ihr feststellen, ob sich sein Verhalten geändert hat. Solltet ihr merken, dass die Aufmerksamkeit und Aktivität eures Hundes nachgelassen oder die Körperhaltung sich verändert hat, dann kann das ein Zeichen für Erkrankungen oder Verletzungen sein. Dazu gehört zum Beispiel eine Veränderung im Ess- oder Trinkverhalten. Das kann zum Beispiel ein Zeichen für eine Darm- oder eine Magenerkrankung sein. Solltet ihr jetzt irgendwelche Auffälligkeiten bei eurem Hund festgestellt haben, dann zeigen wir euch jetzt ein, zwei Möglichkeiten, wie ihr das Herz-Kreislauf-System eures Hundes kontrollieren könnt. Damit ihr Werte habt, an denen ihr euch orientieren könnt, haben wir hier mal die Normwerte für große, mittlere und kleine Rassen eingeblendet. Das Beste, was ihr allerdings machen könnt, ist regelmäßig mit eurem Hund zu üben. Das gibt euch zum einen einen Anhalt, wie der Puls eures Hundes normalerweise ist. Und zum anderen die Sicherheit, dass ihr den Puls schnell findet. Und für den Hund ist das eine ganz gute Übung, weil er im Notfall mit der Situation auch vertraut ist. Wenn ihr jetzt den Puls eures Hundes kontrollieren wollt, dann geht ihr am besten an die Innenseite der Oberschenkel. Dort entlang läuft eine Muskelspalte, in der ihr den Puls sehr gut ertasten könnt. Jetzt wollen wir euch zeigen, wie ihr anhand der Kapillarfüllungszeiten der Schleimhäute eures Hundes das Herz-Kreislauf-System überprüfen könnt. Wichtig ist dabei zu beachten, dass euer Hund, wenn er verletzt ist, unberechenbar reagieren kann. Das gilt natürlich auch für Hunde, die ihr nicht kennt. Das heißt, bei dieser Methode solltet ihr äußerste Vorsicht walten lassen. Um nun das Kreislaufsystem eures Hundes einschätzen zu können, geht ihr vorsichtig an die Schnauze eures Hundes ran. Ihr hebt dabei vorsichtig die Lefzen und drückt mit den Daumen leicht aufs Zahnfleisch. Dabei bildet sich ein weißer Punkt. Wenn dieser weiße Punkt sich innerhalb von 2 Sekunden zurückbildet, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Kreislaufsystem eures Hundes Normalzustand hat. Sollte euch bei der Kontrolle der Schleimhäute eine Blaufärbung, vielleicht sogar der Zunge auffallen, ist das ein Zeichen für Sauerstoffmangel. Eine sehr blasse Schleimhaut hingegen ist ein Anzeichen dafür, dass eine Kreislaufschwäche vorhanden ist oder der Blutdruck sehr stark abgefallen ist. Bei bewusstlosen Hunden solltet ihr euch stets die Pupillen etwas genauer betrachten. Denn lichtstarre Pupillen sind stets ein Hinweis auf einen Herzstillstand. Genau wie bei uns Menschen kann ein Sauerstoffmangel beim Hund schwere Schäden verursachen. Ihr solltet also Atemfrequenz, Tiefe und Rhythmus immer beobachten. Zum Beispiel kann die Blaufärbung der Zunge sowie Benommenheit des Hundes ein Zeichen für ein Sauerstoffdefizit sein. Aber keine Panik, wenn der Hund mal nach dem Toben im Garten etwas hechelt. Er reguliert nämlich seine Temperatur über das Hecheln über die oberen Atemwege. Das bringt uns zu dem letzten Punkt, dem ihr besondere Aufmerksamkeit schenken solltet, dem Wasserhaushalt eures Hundes. Da Hunde zu 50-70% aus Wasser bestehen, sollte auch stets dafür Sorge getragen werden, dass dies ausreichend zur Verfügung steht. Denn viele wichtige Körperfunktionen sind davon abhängig. Unter anderem eine vernünftige Temperaturregulierung und die Blutzirkulation. Ein Defizit im Wasserhaushalt könnt ihr anhand von trockenen Schleimhäuten sehr gut feststellen. Diese 4 Punkte sollten euch helfen, den Gesundheitszustand eures Hundes besser beurteilen zu können. Also, behaltet den Gesamteindruck eures Hundes im Auge, das Herz-Kreislauf-System, die Atmung und den Wasserhaushalt. Zum Nachlesen haben wir euch das alles nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Solltet ihr Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge haben, könnt ihr das gerne in den Kommentaren vermerken. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like. Und wenn euch unser Channel gefällt, dann abonniert doch einfach. Bis zum nächsten Mal.